wenn wir unser Leben entspannt leben wollen und es genießen wollen und so gut wie möglich uns gut fühlen wollen, ist es wichtig, dass wir uns auch mit niedrig schwingenden Gefühlen lernen umzugehen. Und wie kannst du jetzt lernen, mit Frust umzugehen? Da gibt es verschiedene Schritte. Der allererste Schritt ist, erstmal anzuerkennen, dass du frustriert bist. Ich kenne es aus meinem Alltag, dass ich das oft nicht anerkenne. Also ich sage es euch jetzt gerade, aber dann im Umsetzen kämpfe ich dagegen und möchte einfach funktionieren. Ich möchte einfach jemand sein, bei dem es läuft, bei dem alles gut ist und da ist kein Frust. Das ist aber eine Lüge, weil auch ich bin frustriert im Alltag. Es gibt einfach Dinge, die frustrieren mich und ich habe gerade keine Lösung. Und das erstmal anzuerkennen, da anzukommen, weil eine Schwingung oder eine Bewusstseinsebene kann sich erst entkrampfen und verändern, wenn ich ankomme und akzeptiere, dass ich gerade da bin. Das heißt, das allererste ist anzuerkennen, wahrzunehmen, dass ich gerade frustriert bin und dass ich frustriert sein darf, ohne gerade eine Lösung zu haben. Ich darf da drin stecken. Also die Gemeinschaft, die Schule und so weiter bringt uns ja bei, dass das so nicht sein kann. Du musst immer sofort eine Lösung haben, sofort eine Antwort haben und es erledigen. Aber im Leben haben wir nicht immer eine Antwort. Das ist nicht das Leben. Das Leben lässt uns manchmal irgendwo drin stecken, wo wir einfach die Lösung gerade nicht sehen können. Und das ist in Ordnung. Kann ich da einen Weg finden, das anzunehmen, zu sagen, okay, ich bin gerade frustriert und ich sehe gerade keine Lösung. Ich weiß aber, dass es eine Lösung gibt. Und die wird zu mir kommen, umso mehr ich mich entspanne und annehme, dass ich gerade frustriert bin und vielleicht auch sauer oder wütend auf mich selber bin oder auf die Welt oder auf die Situation oder auf einen Menschen. Frust ist in der Regel ein Gefühl, das wir nicht akzeptieren wollen. Und daher diese wichtige Aufgabe ist zu akzeptieren und anzunehmen, dass Frust da ist. Es geht wirklich darum, damit umzugehen, negative Gefühle, die wir wegdrücken, anzunehmen und da sein zu lassen, ihnen eine Daseinsberechtigung zu geben, weil sie sind da. Wir schlagen die Tür zu und kämpfen dagegen, aber sie sind ja da. Deswegen bringt das alles nichts. Heißt, ich akzeptiere diesen Frust. Ich will ihn jetzt erstmal nicht weghaben. Das ist so ein Kampf bei mir immer, weil ich will es dann doch weghaben. Dann erlaub doch, dass es da sein darf. Dann ist immer so ein Hin und Her, bis ich an den Punkt gelange. Gerade dann, wenn man wirklich irgendwann erschöpft ist, sagt man, ja, dann ist es halt so. Und oft dann verändert sich erst etwas, weil man da loslassen kann. Die Welt ist nicht immer gerecht und ich bin mittendrin mit all meinen Gefühlen, Gedanken, Erfahrungen in diesen ganzen Situationen. Dagegen kämpfen bringt nichts. Das heißt, ich nehme an, dass ich gerade feststecke, dass ich gerade nicht weiter weiß, dass ich gerade keine Lösung habe, dass ich mich gerade einfach nur schlecht auch deswegen fühle und mich dafür schäme, dass ich das alles annehme und akzeptiere, mit dem Hintergrundwissen, dass es eine Lösung gibt, die ich gerade nicht sehen kann, die aber irgendwann zu mir kommt. Chill mich nach hinten, lass es einfach zu, es läuft gerade beschissen, ich nehme es an und die Lösung wird irgendwann zu mir kommen. Und gerade dann entkrampft sich diese Bewusstseinsebene, in der man gerade drin steckt, mit diesem Frust, und dann verändert sich etwas.